Und ich habe mir jetzt auch gestern Abend noch mein erstes Let's Play angeguckt, die erste Folge. Ich muss sagen, in einigen wenigen Folgen hat sich die Gegend grundlegend verändert. Also, als ich das geguckt habe, habe ich mir so richtig gesagt beim ersten Mal, ja los, nimm diese Gegend dort, nimm den Berg dort, los, mach das. Ich wusste ja, dass er das nimmt, wusste ja, dass ich das nehme, aber... Ich habe so gedacht, hoch, ja, hier, ich bin ein außenstehender Zuschauer und so und weiß nicht, was er macht. Aber es hat mir richtig gefallen, dass ich dann auch das genommen habe, was mir auch im Hinterher noch gefällt. Oh, ich hasse solche riesen Bäume. Habe ich das schon mal erwähnt? Naja. So, zurück sprinten. Ne, erstmal den Baum hier weghacken. Das klingt wie, als würde ein Hund abkacken oder so. Also, abkacken im Sinne von sterben. Und da steht ein Creepy. Nein, du springst hier nicht kaputt. Danke. Ich habe Angst, dass jetzt kein Creeper kommt und Zischbumm macht. Nun ja. Ein bisschen freie Range hier machen, damit man Monster besser sieht. Das Skelett habe ich gerade gesehen da drüben. Ey, Zombie, was machst du hier? Ich hab dich gar nicht eingeladen. Weg da. Rodrigo González mag das Nest. Ja, er mag das Nest. Hast du mich verstanden? Es mag das Nest. Ist ja auch jemand drin. Und dann, das hätte ich dann auch nicht gemocht. Und mir fällt auf, ich bräuchte dann richtig viel Lehm wieder. Und Laternen. Und ich gehe jetzt ins Bett, damit dieser Scheißregen endlich weg ist. Oh, ist ja schlimm. Dieser verdammte Regen. Bitte, 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 weg. Und mir ist aufgefallen. Ach, endlich. Ist das schön, ist das schön. Wunderschön. Nein, mir ist aufgefallen, dass die Spawnpunkte nicht mehr unbedingt auf Sand sein müssen. Also, dass jetzt, dass man auch mitten auf der Erde spawnt oder so und nicht unbedingt auf Sand. Jo, so, jetzt haben wir 64 Brickstairs. Gefällt mir. Ach, hier ist noch eins. Machen wir das hier rein. Und Holz, 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 die Maus. Holz, warum habe ich jetzt eigentlich Holz geholt? Na egal, das können wir. Holz können wir eigentlich hier mit reinhauen, weil so viel Holz werden wir garantiert nicht haben. Saplings auch. Leitern können wir hier in der Itemkiste lassen. Also hier, das ist so eine Itemkiste. Mit allem möglichen Shit drin, den wir eigentlich gar nicht brauchen. Aber das brauchen wir. Kommt die Baumkiste. Jo. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt was Gruseliges. Gruseliges. Arr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 r
Nein. Ah. So, hier. Genau. So. So. Ja, so. Und wir müssen. Und jetzt weiß ich, warum ich Erde brauche. Ja, Holz brauche. Oh, irgendwas lädt er gerade wieder. Seht ihr das? Das ist ein Ladebalken. Nun ja. Was auch immer er wieder gemacht hat. Yo, es rattert. Sehr. Extrem. Ich hoffe, es fängt sich. Wenn es sich jetzt nicht fängt, ja, dann müsste ich neu starten. Aber es hat sich zum Glück gefangen. Und ich sag euch zu 99%, es war wieder Avira. Dieses Drecks-Antivirenprogramm. Es ist zwar richtig gut, also ich habe hier diese Home, also Premium Business, habe ich Vollversion gekauft. Mein Vater hat es gekauft. Mein Vater ist Geschäftsmann und er hält seine Computer gerne sicherer. Und ja, da haben wir das dann halt. Premium. Avira Premium Business Dingsbums. Aber ich glaube, ich sollte nicht so viel über mein Antivirenprogramm verraten, weil es könnte ja missbraucht werden. Ja. Ja, aber ich habe schon viel zu oft gesagt, was ich für ein Avira habe und so. Ah nein, so war das. So, eine Pressorplatte. So. Wisst ihr was? Wir gehen nochmal Lebensuchen, weil ich denke mal, es wird langsam langweilig. Wir müssen immer einen guten Grad zwischen Spannung und Langeweile finden. Leitern auf alle Fälle nehmen wir mit. Schaufeln. Mache ich noch ein paar. Und mir fällt auf, ich könnte. Ach, warum tue ich das Zeug wegtun? Ich könnte eine Workbench. Die könnte ich hier drinnen mal hinstellen. Und zwar dahin. Genau. Also, weil wir nämlich hier Eisen haben und das Stickies im Inventar. Und dann machen wir erstmal Schäufelchen. So. Und natürlich noch ein Schwert. Weil unseres geht langsam putt hier. Jetzt kommt hier rein. Und dann Goodies. Jetzt mampfen wir erstmal. Jo. Schön gemampft. Und jetzt gehen wir auf Lehmsuche am Mittag. Zwei bei Lehmsuche. Jo. Zwei bei Calvas. Zwei bei Honey 0007 und suchen Lehm. Ja, vielleicht sollte ich mal eine Talkshow machen. Zwei bei Honey. Ja, Hallöchen, was ist denn euer Problemchen? Ja, meine Frau, die kennt mich nicht. Ach, das war ein schlechtes Beispiel. Muss ich mal überlegen, mal sehen, vielleicht fällt mir noch was ein. Ach, hier ist ja Lehm. Jo, ich glaube, ich gehe mal hoch. Ach, das ist doch schlimm. Ich glaube, da mache ich mir jetzt hier so eine. Genau sowas. So macht man das mit Leitern. Leitern sind hilfreicher, als ihr denkt. Vor allem in so tiefen Gefilden. Oh nein, meine Fackel ist weggegangen. Ja, gucken wir mal, ob hier Lehm ist. Ja, da ist Lehm. Jo, wieso macht man das? Nein. Ja, vielleicht nicht so. Aber so ähnlich. Ah, hey, Lehm abbauen ist schon irgendwie wieder was Cooles. Also es macht wieder Spaß, denn
Alter, das geht doch nicht. Der macht das Wasser einfach meine schönen Fackeln kaputt. Gibt's doch nicht. Ach, hier ist auch Lehm. Alles gut. Ist das ein Lehmberg oder so? Cool. Gefällt mir. Ich komme hier nicht mehr hoch. Oh, ah nein, bitte nicht, bitte nicht. Ich will nicht sterben. Ah, Schwein gehabt. So. Mir fehlt das Licht. Das fällt mir auf. Gut, hier war kein Leben mehr. Das kann man also abhaken. Ach, hier war auch Leben. Das ist doch mal gut. Oder? Ist das eine Kuh? Ja, ist eine Kuh. Ach, wir finden kein Leben mehr. Nein. Wir finden kein Leben mehr. Nein. Schatz, ich kann nicht mehr warten. Schatz, wo ist dein Lehm? Ich kann nicht mehr warten. Hier ist Lehm. Ja, danke, Schatz. Ja, danke. Jetzt kann ich endlich wieder aufatmen. Aber das war kein Lehm. Nein. Ach, Mann. Da gehen wir jetzt nochmal zurück. Ganz schnell hier hoch. Ist das alles Lehm hier? Das sieht so komisch aus irgendwie. Nun ja. Ich hatte gerade ein paar Bedenken, ob ich nur in der richtigen Auflösung aufnehme. Denn nehme ich in einer zu großen Auflösung auf, dann ruckelt's. Und unser erstes Ei. Yeah. Das allererste Ei, du. Das ist doch mal was Positives. Und guck mal, hier geht's runter. Oh mein Gott. Wow! Hilfe, wie kommen wir jetzt eh wieder hier hoch? Oh, ich habe hier was Unglaubliches gefunden. Heilige. Heiliger Mobster, du. Sind wir hier gelandet? Ich komme nie wieder hoch. Es wird Tage dauern, bis wir wieder hier oben sind. Oh nein. Nun ja. Probieren wir es mal. Dürfen nur nicht ersticken. Ja, dieses Stück, dieses letzte Stück. Ja, wir haben es geschafft. Was hier auch wieder mal für Schluchten sind, das ist doch unglaublich. Ach je, das ist das Coole jetzt an Minecraft 1.8. Das sind übelst die coolen Schluchten. Und ich frage mich gerade, wo unser Zuhause ist. Müsste da sein. Ja, genau. Oh ja, Spinni, ich kenne dich doch. Na du. Danke. Ja, ich hab dich auch lieb, Spinni. Dein Leben war schön, solange es währte. Doch es währte nicht lange mit mir. Arr. Ich habe dich umgenietet. Jorge Rego González hat dich gepäst. Ja, wir haben nicht gerade so viel. Kann man den Rest einschmelzen? Das sind genau 364er Stacks. Nun ja.